Hallo und willkommen zurück bei Let's Play Fable 3. Wir sind jetzt immer noch hier beim Scheideweg. Oder Pfad des Dahinscheidens oder wie auch immer er wieder heißt. Ist ja auch egal. Und kümmern uns hier um die Lakaien. Zumindest sind sie leichter, als sie das noch in Fable 1 waren. Weil da waren die Lakaien jetzt ja wirklich nervig. Ja, weg mit dir. Die sind halt meinem Schwert nicht gewachsen. So, jetzt brennt eine Flamme. Ah, wenn wir alle machen, kommen hier noch ein paar. Gut. Klar hätte man jetzt warten können, was passiert und dann nicht sterben, aber das wäre ja langweilig. Komm, wegrasiert, Junge. Du bist nicht mal eine Herausforderung gegen meine Unsterblichkeit. So. Hier ist alles aktiviert, hier neben werden dann auch nochmal drei. Weg mit dir. Aha, und hinten ist die Tür jetzt aufgegangen. Stellt sich halt die Frage, warum geht die Tür da auf? Sollte ja eigentlich noch nicht, denke ich mal. Weil zuallererst müsste jetzt ja... Ja, weil wir jetzt hier... Und dann da... Okay, dann haben wir alles getötet, was ich uns in den Weg stellen wollte. Weil es gibt nichts mehr. Und hier finden wir jetzt den allerletzten Schlüssel. Mit Goldschlüsseln könnt ihr goldene Türen öffnen. Und wir haben den Erfolg Schlüsselfigur freigeschaltet. Und die Frage ist jetzt... Hier, das Relikt einer vergangenen Zeit. Weiß ich jetzt nicht genau, wo sich die Quest befindet. Schauen wir mal auf die Map. Ja, es ist sogar richtig. Ich habe mich zuerst in der Map vertan. Okay, es gibt, wie es aussieht, keinen Questmarker. Also müssen wir folgen und alles abmetzeln, was sich uns in den Weg stellt. So wie wir es gern haben. So, hier links dann, oder? Nee, rechts. Warum habe ich den Hund? Das Gute ist zumindest, dass man in dem Teil nicht unbedingt für solche Quests den Hund upgraden muss, da man es sonst nicht findet. Das geht doch alles so. Oh. Warum werden das auf einmal so viele? So, aber sie sind erledigt. Sie stellen keine Herausforderung für den Weltmonarchen dar. So feuern wir. Da spawnen schon wieder so viele. Knickbruch. Und erledigt. Das ist halt echt immer so. Ja, wir überhäufen dich jetzt. Wo ist die verdammte Statue? Hinter dem Lager. Ich wette darauf. Weil ich glaube, da, die ist auch in so einer kleinen Gruft drin. Kommt
Warum sucht ihr die Statue eigentlich nicht? Für was habe ich euch hier überhaupt positioniert? Damit ihr rumsteht, einen Kaffee trinkt oder was? Wo ist es? Wahrscheinlich irgendwie rechts außen. Neben da dem dunklen Tempel. Das ist scheiße. Der ist erledigt. Kommt, warum müsst ihr mir immer so im Weg stehen, Jungs? Ihr sabotiert mich gerne, habe ich das Gefühl. Dann regeln wir das so. Oder auch nicht. Das ist halt schon so das Problem, wenn man schon so halb vernichtet ist. Gut, solange es nicht rot wird, geht's ja noch. Also schmeckt meine Klingen. Und warum haben sie dich nicht getroffen? Du hast direkt davor gestanden. Kamera, kannst du mal wieder? Das ist immer so, ich fände es nicht schlecht, etwas zu sehen. Ist es das hier jetzt einfach? Ich hoffe, dass es es ist. Tanas Statue. Ah, hallo. So, damit kehren wir nach Aurora zurück. Hier in der Nähe sollte der Tempel sein. Unfassbar, der König! Ei, 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 ei! Ihr seid der Große. Der Tempel ist woanders, habe ich das Gefühl. Ein hübscher Hund, aber wirklich. So, da hinten ist es dann. Wir sind auf dem Weg. Das ist ja was zählt. Dann halt nur noch schnell das Teil abgeben und dann sind eigentlich alle Quests bis auf die Bücherquest beendet. Seid gegrüßt, eure Hoheit. Wem gebe ich das jetzt hier? Ihr? Der Schatz in diesem Raum ist wertvoll. Nee, wahrscheinlich dem Kerl, der uns die Quest gegeben hat. Porte ich mich mal zum Questpunkt. Für uns. Ja, muss ich ihm geben. Ich hätte gedacht, dass ich die direkt im Tempel abgebe. Aber gut, Fehler passieren. Tana der Große. Das ist herrlich. Ich werde sie sofort zum Tempel zurückbringen. Bei eurem nächsten Besuch wird sie schon aufgestellt sein. An einem prominenten Ort. Wie können wir euch nur danken, Majestät? Ich werde sicherstellen, dass jeder von eurer Tat hören wird. So, und 5 Gildensiegel mehr. So, da fällt mir etwas ein. Ich muss für eine Dämonentür ja noch was vorbereiten. Nämlich, wir müssen unsere Familie umziehen lassen. Die lebt ja immer noch im Mistpeak-Tal. Der Grund, warum ich sie da nie rausgeholt habe, ist einfach... was wollte ich sagen? Ah ja, für den Moment geht sie nach Brightwall. Da kann ich schon was kaufen. Habe ich nicht gemacht, was? Ich werde nachlässig. Nämlich porte ich mich da gerade hin. Der Grund ist, wenn man seine Familie vor Beendung der Mainquest im Schloss hat, ist sie danach einfach weg. Das ist halt ein Bug. Die Frage ist, wo sind sie? Das ist für euch. Ich vermute, ich habe ein Problem.
Ich habe mit Elise keine Kinder gezeugt. Das ist etwas... Ja... Bowerstone Industriegebiet. Ah, wir könnten jetzt Fabriken freiwillige organisieren. Aber das ist nicht so mein Stil. Wir werden jetzt mal ein Kind adoptieren, damit Dinge so funktionieren, wie ich gerne hätte, dass sie funktionieren. Außerdem, wenn wir schon ein Waisenhaus bauen, sollte man als König ja mit gutem Beispiel vorangehen. So. Man kann übrigens auch Kinder adoptieren, ohne dass man verheiratet ist. Dann bekommt man halt eine Haushälterin. Die Frage ist, wo ist der Ort? Hier nicht. Hier. So, jetzt können wir uns ein Kind aussuchen, das wir gerne adoptieren wollen. Wir sind nur Würmer, die sich vor euch winden. Papa sagte, er habe kein Geld, um sich um mich zu kümmern. Deshalb hat er mich hergebracht. Hallo. Ich kann es kaum erwarten, eine neue Familie zu haben. Ja, natürlich nehme ich dich. Also, Pride Wall. Glückwunsch! Bestimmt wird euch dieses Kind unendlich viel Freude bringen. So. Ah, hallo. Dann wollen wir auch nach Pride Wall zurückkehren. Das waren jetzt halt alles unvorhergesehene Umstände. Und natürlich habe ich aus reiner Selbstsucht nur eine Tochter genommen, einfach aus dem Grund, mein Sohn muss ja mal Nachfolger werden. Da müssen wir nur noch genug Glück haben, einen Sohn zu haben. Aber das dürfte dann das kleinere der Probleme sein. Weil wir können ja nicht ein adoptiertes Kind unseren Thron übernehmen lassen, weil es hat kein Heldenblut. Das ist wichtig. Oh, hallo. Ihr könntet mir dabei helfen, die Straße. Nein, nein, lass mal gut sein. Aber Dämonentür, öffne dich. Ich habe ein Kind dabei. Ich habe mich schon der Welt geöffnet, als sie anders war, als sie fröhlich und friedlich erblühte. Aber das waren noch andere Zeiten. Heute ist sie ein tragischer Ort. Ich fühle mich schutzlos, traurig und verlassen. Gibt es jemanden, der nicht böse und verderbt ist? Mutlos und verzweifelt? Jemand, der unschuldig rein und glücklich ist? Eine solche Person, wie jung sie auch sei, könnte meine Schwere... Ja, ich hab's verstanden. Ich brauche ein Kind. Dann würde ich mich der Welt wieder öffnen. Oh, seht nur. Sie ist wunderschön. Sie ist ganz einfach. Mir fehlen die Worte. Dieses Kind, das nenne ich wahre Schönheit. Oh, 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 oh. Sie ist so... Ja, kannst du aufgehen, mein Freund. Ich kann nicht einmal. Danke. Ich danke euch. Jetzt werde ich. Es tut mir leid. Sie ist einfach. Oh, Tür, du bist anstrengend. Oh, das tat gut, es einfach rauszulassen. Vielleicht gibt es doch noch etwas Gutes auf der Welt. Vielleicht. Ach, dieser Schmerz. Wer zum Glücklich sein? Nach all der Zeit, die ich im Asyl gearbeitet habe, kann ich schätzen, was wir haben. Tja, und dann gehen wir zur letzten Runde, aber erst das nächste Mal, wie der heißt, Let's Play Fable 3.